Hallo Welt und hallo YouTube. Hier vor mir liegen die Innereien einer zukünftigen Elektroverteilung. Diese ist eben soweit schon mal bestückt, vorbestückt, allerdings noch nicht verdrahtet. Darum soll es im folgenden Video gehen. Das heißt, ich möchte in diesem Video insbesondere eben auf die Verdrahtung dieser reinen Einbaugeräte eingehen. In vorangegangenen Videos hatte ich ja dokumentiert, wie es, also die hier zu den Hintergründen etwas erzählt, dieses Projekts, beziehungsweise eben auch die einzelnen Schritte aufgezeigt, wie es eben zu dem Zustand, zum aktuellen Zustand kam. Falls ihr diesen Einstiegspunkt verpasst habt, dann verlinke ich das Video einfach mal hier oben. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt eben hier darum, um die Leitungen hier zu ziehen, das Ganze zu verdrahten, denn es wird langsam ernst, der Einbautermin rückt näher und insofern müssen wir hier jetzt loslegen. Ja, und vorab sollte ich wahrscheinlich direkt eine Warnung aussprechen, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen die limitierenden Faktoren aktuell auch erläutern. Wahrscheinlich ist das in einem halben Jahr nicht mehr nachvollziehbar, beziehungsweise ist vielleicht auch wieder ganz anders und entspannt. Jedenfalls ist es aktuell eben so, dass bestimmte Teile liefertechnisch nicht so ganz zugänglich sind. Die sind einfach durch die Lieferketten, Corona und sonst wie bedingt nicht so direkt erwerbbar, beziehungsweise die Vorlaufzeiten, die Wartezeiten sind hier einfach viele Wochen. Und insofern liegen mir aktuell nicht alle Teile vor. Ich habe hier gerade beim Einspeiseblock, fehlen mir zum Beispiel hier so Steckbrücken. Das sind im Prinzip Centartikel, die kosten insgesamt nur wenige Euro hier für den ganzen Verteiler, aber die liegen mir halt aktuell nicht vor. Das heißt, ich kann jetzt diesen Einspeiseblock in der Form nicht nutzen, denn ich kann eben die Potenziale, die reinklemmen, hier nicht brücken untereinander und muss da eben mit den Teilen, die ich hier vor Ort habe, so ein bisschen improvisieren in Stücken und in Teilen, solange das eben, also ich werde hier versuchen, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten und werde versuchen, dass es hier sicherheitstechnisch keine Probleme und Bedenken gibt. Aber ich werde hier meinen perfektionistischen Trieb eben erst im Nachgang nachkommen können und muss vielleicht an einigen Stellen noch nachbessern. Gerade hier eben, wie gesagt, beim Einspeiseblock werde ich irgendwie erstmal eine andere Lösung basteln müssen, um das dann hoffentlich im Nachgang eben nochmal ausbessern und nachbessern zu können. Und auch an einigen anderen Stellen hier im Schrank fehlen mir einfach Teile. Und insofern muss ich hier halt einfach das Beste draus machen, das soweit vorbereiten, dass man den Verteiler hier schon mal in Betrieb nehmen kann. Und dann kann ich dann eben, wie gesagt, im Nachgang dann mich diesen kleineren Themen und vielleicht einzelnen Austauschaktionen und so weiter widmen und zuwenden. Doch jetzt lasst uns anfangen mit dem, was wir haben. Lasst uns das Beste daraus machen. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen und an welchen Stellen wir vielleicht auch zu dem Schluss kommen, das geht aktuell nicht. Ich werde jetzt hier auch so ein bisschen darauf hinweisen, welche Komponenten hier wofür sind. Zur Wiederholung, beziehungsweise für diejenigen, die eben hier gerade mit diesem Video einsteigen. Für die wirklich ausführliche Erklärung möchte ich nochmal auf meine Videos aus der Vergangenheit verweisen, denn dort wurde das alles im Detail besprochen und ich werde jetzt hier nicht an dieser Stelle alles nochmal wiederholen. Insofern, falls ihr irgendwie nochmal Fragen zu einzelnen Aspekten habt, die jetzt vielleicht aus dem Video heraus nicht ersichtlich oder nachvollziehbar sind, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, eben auch nochmal in die alten Videos dieser Reihe zu sehen. Ja, und hier auf dem Tisch neben mir habe ich eben schon so ein bisschen was an Material vorbereitet, das wir jetzt eben in den nächsten Schritten hier verarbeiten müssen und verarbeiten werden. Ich werde versuchen, hier von der Einspeisung her anzufangen, beziehungsweise eben das so aufbauen, dass man dem Strom sozusagen folgen kann auf seinem Weg durch die Anlage. Hier in dem oberen Bereich möchte ich eben einspeisen. Hier kommt nachher eine Leitung vom Zähler, die dann hier aufgelegt wird auf die Reihenklemmen. Und von hier aus soll sie dann eben abgegriffen und verteilt werden zu den verschiedenen Stromkreisen beziehungsweise zu den verschiedenen Komponenten. Den Anfang möchte ich machen mit den Automaten hier im unteren Bereich. Das sind eben ILS-Automaten. Das heißt, wir brauchen eine elektrische Verbindung von hier oben nach da unten, auch mit dem passenden Querschnitt. Also das sind ja hier, man kann das sehen, eine ganze Reihe von Automaten, 12 Stück an der Zahl. Und deswegen ist halt natürlich notwendig, hier auch entsprechende Querschnitte zu verlegen. Und ich werde hier auch mit einer sogenannten Phasenschiene arbeiten, um die Potenziale bzw. um den Strom hier zu verteilen. Das heißt, wir brauchen nicht für jeden Automaten eine einzelne Leitung hier herunterlegen, sondern wir legen eine Leitung von jeder Phase und eben vom N hier runter, verteilen das über eine Phasenschiene und gehen dann wieder den Weg nach oben über die elektrische Anlage zu diesen Reihenklemmen und dort wird dann eben, werden die abgehenden Leitungen aufgelegt und insofern wird das von dort aus dann im Haus verteilt, geschaltet und abgesichert wird aber hier im unteren Bereich. Hier jetzt also eine solche sogenannte Phasenschiene, das ist eben ein Bauteil, in der Regel eben passend vom Hersteller der Automaten vorgegeben, beziehungsweise dort kann man das eben als Zubehör dann mit dazu kaufen und die ermöglichen es einfach, dass man den Strom, der ja irgendwo eingespeist wird, an einem Automaten angeschlossen wird, dass man den eben an alle Automaten in dieser Reihe verteilt. Das heißt, normalerweise hat man ja in einer Reihe bis zu 12 Automaten und die müssen alle mit Strom versorgt werden, eingangsseitig.
Und insofern ist es eben schön oder bequem, wenn man das nur an einer Stelle einspeisen muss. Nun ist es aber auch nicht so, dass alle 12 Automaten direkt miteinander verbunden sind, sondern in der Regel ist es so, dass man meistens eben eigentlich drei Gruppen hier hat. Da sind drei metallische Einsätze hier eingearbeitet. Und es ist eben so, dass der erste, der vierte, der siebte und der zehnte Automaten miteinander verbunden sind. Und dementsprechend dann der zweite, der fünfte, der achte und der elfte, beziehungsweise eben der dritte, der sechste, der neunte und der zwölfte. Und damit wird man einfach dem Umstand gerecht, dass man sie normalerweise mit drei Außenleitern zu tun hat in so einer Elektroverteilung und damit eben den Strom so ein bisschen auf die drei Außenleiter verteilen kann, denn der Strom bzw. die Automaten sichern hier an die verschiedenen Stromkreise ab und die Stromkreise hängen dann einfach an verschiedenen Außenleitern, an die Stromkreise selbst. Die allermeisten sind ja einfach nur Wechselstrom, da spielt es keine Rolle, welcher Außenleiter dort angeschlossen ist. Aber insgesamt für die elektrische Anlage ist es eben besser, wenn die Last und die Ströme eben auf allen drei Außenleitern fließen. Und insofern ist der Einsatz solcher Außen- oder solcher Phasenschienen eben sehr empfehlenswert und vermindert den Verdrahtungsaufwand doch enorm. Das hier zum Vergleich ist jetzt die Phasenschiene, die ich einsetzen muss in meinem Fall für die Automaten hier in der unteren Reihe. Die ist nämlich nochmal deutlich breiter, besteht auch nicht nur aus drei metallischen Einsätzen für die drei Außenleiter, sondern hat einen vierten metallischen Außenleiter. Und der Hintergrund ist hier einfach, dass ich es hier mit FILS-Automaten zu tun habe. Das heißt, das ist eine Kombination aus Leitungsschutzschalter und Federstromschutzschalter. Was einen Federstromschutzschalter ausmacht, ist eben auch, dass der Strom des Neutralleiters über diese Einrichtung geführt werden muss, einfach damit dieser Summenstromwandler da drin funktionieren kann, damit er eben vergleichen kann, welcher Strom fließt rein, welcher Strom fließt raus, laienhaft gesagt. Und wenn es dann eine Differenz gibt, löst er eben aus. Dementsprechend müssen aber eben auch die Neutralleiter hier durch alle FILS-Automaten fließen. Auch später hinter dem FILS-Automaten muss natürlich der Neutralleiter dann separat geführt werden. Den kann man nicht wieder irgendwie zusammen verbinden, sonst gibt es hier große Probleme in der elektrischen Anlage. Insofern ist das eben jetzt die dazu passende Phasenschiene bzw. eben die dazu passende Sammelschiene für meine Automaten hier jetzt in dem Fall. Die werden hier unten, wird die jetzt hier angeschlossen werden an alle Automaten gleichzeitig. Es gibt hier Durchführungen für die Leitungen, die man dann für die Einspeisung benötigt. Und dann können wir hier oben das Ganze eben abgreifen. Es gibt dann an jedem Automat die Möglichkeit, den Außenleiter als auch den Neutralleiter abzugreifen. Und die müssen wir dann in den nächsten Schritten hier eben wieder nach oben ein bisschen reinklemmen führen. Aber wir werden jetzt erstmal mit dieser Sammelschiene beginnen. Und insofern mache ich mich jetzt an Schrauben. Man kann auch sehen, das sind hier eine Reihe von Schrauben. Ich muss jetzt wirklich alle Schrauben lockern. Das ist nun so bei den Sammelschienen. In der Regel sind die Schrauben eben, wenn das Zeug ausgeliefert wird, festgezogen, beziehungsweise zumindest mal so festgezogen, dass man dort jetzt nicht direkt die Sammelschiene einführen kann. Und ja, insofern muss man hier ein bisschen schrauben. Man kann natürlich an der Stelle auch elektrisches Werkzeug verwenden, beziehungsweise eigentlich natürlich auch nur elektrisches Werkzeug, das dafür vorgesehen ist, eben auch in dem Bereich zu arbeiten. Ich habe jetzt an der Stelle tatsächlich einen Schraubendreher, einfach um hier auch wirklich in die Löcher richtig hereinzukommen. Das ist nämlich teilweise auch gar nicht so einfach mit irgendwelchen Standardbits. Es ist auch tatsächlich, bietet sich an, hier so einen Schraubendreher zu verwenden, der so einen speziellen Kopf hat oben. Das ist so eine Art Mischung aus Schlitzschraubenzieher und Kreuzschraubenzieher. Das ist gerade beim Zuziehen nachher dann interessant oder wichtig, um eben die Schrauben auch nicht zu beschädigen, denn wenn die einmal abgenudelt sind, macht das dann nicht mehr so richtig viel Spaß, da herumzuschrauben. Insofern bietet sich das schon an. Und ihr merkt schon, das ist ein bisschen, ist man hier beschäftigt, bis man hier alle Schrauben gelöst hat. Das ist eben jetzt der Fall. Und dann kann man diese Schiene hier hoffentlich relativ unproblematisch einsetzen. Man muss halt schauen, manchmal muss man auch die Automaten so ein Stück weit verrutschen, dass das hier irgendwie seinen Platz, seinen Weg da reinfindet. Es kann auch sein, ich hatte das tatsächlich im Vorfeld noch nicht ausprobiert, man kann nämlich auch die metallischen Einsätze hier so ein Stück weit verschieben innerhalb dieser Sammelschienen und das kann durchaus sein, dass das natürlich noch nicht hundertprozentig passgenau ist. Das scheint tatsächlich auch so zu sein, also man muss da zum Teil so ein bisschen nachbessern. Gerade eben beim ersten Mal, wenn man das Ganze hier zusammenbaut. Und das ist mir jetzt aber gelungen. Das sollte jetzt eben eingeführt sein. Und jetzt gilt es, das eben wieder zuzuschrauben. Ich mache das jetzt beispielhaft erstmal nur an wenigen Stellen, außen in der Mitte und außen jeweils. Denn ich werde hier sicherlich auch nochmal hin müssen,
Und ja, ich möchte natürlich nicht jedes Mal alle Schrauben lösen. Am Ende, und das ist wirklich wichtig, ist wichtig, dass hier alle Schrauben wirklich fest sitzen. Also da ist nicht zu spaßen. Hier entstehen schnell irgendwelche Funken und so weiter, wenn eine schlechte Kontaktierung besteht. Insofern gilt es, das schon ordentlich festzuschrauben. Wie gesagt, aktuell, das ist jetzt erstmal nur symbolhaft, dass diese Sammelschiene hier schon angeschlossen ist. Und jetzt werden wir im nächsten Schritt eben auch die Zuleitungen dorthin legen. Und dann ja, entsprechend weitermachen. Damit möchte ich mich nun also der Zuleitung hier dieser Automaten in der untersten Reihe zuwenden. Eingespeist wird ja, wie bereits gesagt, hier oben. Das heißt, wir brauchen jetzt eben eine elektrische Verbindung nach hier unten. Der Querschnitt muss natürlich hier auch ausreichend sein, um alle Stromkreise, um alle Automaten hier zu versorgen. Die Sammelschiene selbst, und das ist irgendwo hier, steht hier oben drauf, entspricht eben einem Querschnitt von 10 Quadratmillimetern. Die gibt es, soweit ich weiß, auch noch mal eine Nummer größer mit 16. Wir werden aber den Schrank, die Zuleitungen eben so in 10 Millimeter ausführen. Das reicht hier für die Strombelastungen, die hier auftreten. Für einzelne Stromkreise wird es wahrscheinlich sogar weniger werden. Und insofern fangen wir jetzt einfach mal mit der Verdrahtung an. Das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich werde das hier alles flexibel verdrahten. Das heißt, ich werde hier wirklich ja H07 VK, ist das soweit ich weiß, wenn ich das gerade im richtigen Kopf habe. Das sind einfach Adern, die man relativ gut und leicht bewegen kann. Klar, bei 10 Quadrat ist das nicht mehr ganz so einfach wie bei 1,5 Quadrat, aber dennoch geht das insgesamt sehr gut. Das ist eben so eine Litze, die besteht aus sehr vielen einzelnen Drähten und dadurch bleibt das Ganze flexibel. Überhaupt bin ich der Meinung, dass eine Verteilung flexibel verdrahtet gehört. Klar, also man kann das jetzt in Fällen, wenn es besonders klein ist, irgendwie so ein kleiner Feldverteiler auch mal starr verdrahten, aber das wird eben ganz schnell irgendwie unpraktisch, wenn man da doch mal umverdrahten muss, beziehungsweise schaut meistens auch nicht ganz so schick aus. Es gibt Leute, die das besser können da, und die Drähte wirklich schön biegen. Das habe ich auch gesehen, das schaut dann auch wirklich gut aus. In der Realität ist das aber so, dass das dann da irgendwie sehr schnell ausschaut wie Kraut und Rüben und jeder Draht halt irgendwie mit Mühe und Not dorthin gebogen wird, wo er muss, mehrfach geknickt und so weiter. Schaut halt nicht so schön aus. Meine Einschränkung hier an der Stelle ist aber auch, ich habe hier nur zwei Farben für die Außenleiter. Ist ja streng genommen nicht so richtig vorgegeben. Schön wäre es halt, wenn man auch noch Grau hätte. Habe ich gerade auch nicht da. Kann man vielleicht auch im Nachgang nochmal drüber nachdenken, ob man das austauscht. Aber das geht halt jetzt in meinem Fall aktuell nicht. Und insofern muss ich mich mit dem jetzt erstmal begnügen, was ich hier liegen habe. Und an dieser Stelle sollte jetzt auch deutlich werden, wie schön und flexibel und praktisch meine Leitungskanäle sind, beziehungsweise eben die Lösung, für die ich mich hier entschieden habe, die sogenannten Hutschienenträger. Denn für die vertikale Leitungsführung gibt es ja die Möglichkeit, die Leitungen hier jeweils hinter den Hutschienen zu führen. Und die muss man jetzt nicht irgendwie nervig durchfädeln hier, sondern man kann die dadurch, dass das viel seitlich offen ist, eben auch einfach von der Seite her einführen. Das heißt, man kann diese Leitung eben so, wie sie ist, nehmen und im Prinzip in ihre gesamten Länge hier einführen und ist bereits hier mit der ersten Leitung komplett von unten nach oben gefahren. Das Ganze bleibt versteckt, bleibt ordentlich und das ist einfach hier bereits, zeigt sich, dass das einfach eine tolle, saubere Lösung ist. Damit wäre die erste Leitung also eingelegt. Ich lasse hier oben das Kabel so ein bisschen, die Leitung hier so ein bisschen weit herausstehen, denn ich bin mir noch nicht sicher, wie ich hier mit dem Eingangsblock, mit diesem Einspeiseblock hier umgehen soll. Wie gesagt, es fehlen diese Steckbrücken. Das heißt, ich kann hier nicht mehrfach abgreifen, sondern nur einfach. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwelche Duo-Hülsen gleich benutzen werde oder ob ich hier nochmal einen Einspeiseblock setze, das Kabel dann erstmal temporär hier auflege und dann eben später das Ganze nochmal umändern muss. Das heißt, ich lasse hier gerade mal ein paar Zentimeter übrig und speise hier unten ein. Auch hier unten werde ich, so habe ich mir gedacht, das so abtrennen, dass ich das hier auf der ganz linken Seite einspeise. Dadurch ist das Kabel jetzt nicht minimal kurz, aber ich habe hier nochmal die Möglichkeit, im Nachgang vielleicht doch nochmal die Einspeisung auf hier zu wechseln, beziehungsweise gegebenenfalls sogar, wenn, das war ja auch angedacht und erläutert im vorangegangenen Video, wenn man hier mal erweitern muss um weitere Stromkreise, wäre es auch nochmal möglich, hier rüber zu brücken. Muss man mal nachher gucken. Schadet nicht, wenn man das immer ein paar Zentimeter länger lässt und sich so die Option offen hält, das später auch noch mal zu ändern. Das sollte jetzt hier soweit passen. Das heißt, wir durchtrennen das Kabel hier an der Stelle. Das wäre jetzt der eine Außenleiter. Jetzt werden wir hier an der Stelle einfach das Ganze auch noch mal in Schwarz machen und eine Farbe müssen wir eben doppelt benutzen. Ich werde jetzt hier zweimal Schwarz, einmal Braun benutzen. Wie gesagt, Grau wäre auch noch schön gewesen, habe ich aber nicht an der Stelle.
Ich sehe auch gerade hier ist, das ist mit einem Kabelbinder abgebunden und mir fehlt das passende Werkzeug. Ne, das passende Werkzeug habe ich auch hier, um den aufzutrennen. Das können wir jetzt hier eben machen. So, und dann verlegen wir eben auch die schwarze Leitung hier entsprechend zur braunen. Das wollen wir eben ganz analog dazu machen. Auch hier, die kann man hier so eben schön hineinlegen. Mit einem Handgriff im Prinzip ist die Leitung hier verlegt. Auch die lassen wir dann eben so ein Stück weit überstehen. Auch die werden wir eben genauso lang lassen. Klar, die muss dann nachher ein bisschen kürzer werden. Und dann werden wir dann auch gleich nochmal eben das in die Sammelschiene bzw. in die Automaten schrauben. Ach so, von denen brauchen wir ja zwei, hatten wir gesagt. Machen wir das Ganze eben noch einmal. So. Das heißt, nochmal hier hineinlegen. Und nochmal abtrennen. Und dann sind die Leitungen hier für die Versorgung der Sammelschiene bzw. für die Versorgung der Automaten hier ganz unten eben schon mal verlegt. Jetzt gilt es natürlich, das Ganze auch noch anzuschließen. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Und da war ich natürlich wieder ein bisschen zu schnell. Ich bin das tatsächlich von einfachen LS-Automaten gewohnt. Hier in dem Fall, wir brauchen ja den haben es mit FILS-Automaten zu tun. Ich hatte ja erwähnt, wir brauchen auch den Neutralleiter und müssen den eben überall nochmal verteilen und durch die FILS-Automaten führen. Das heißt, ich muss auch hier nochmal eine weitere Leitung einziehen, eine blaue Leitung, die für den Neutralleiter eben. Auch das ist nochmal hier mal so ein Stück weit abgeklebt. Das müssen wir hier eben gerade aus dem Bund lösen. Und dann wickeln wir das ein Stück weit ab. Und sorgen hier eben dafür, dass die Leitung hier auch drin liegt, passend zu den anderen. Man sieht schon, so Versorgungsleitung mit 10 Quadrat, die, wenn man dann mal irgendwie 4 Stück nebeneinander liegen hat, das ist schon durchaus, nimmt schon durchaus Platz in Anspruch, auch dieser Versorgungskanal hier. Da passen schon noch viele weitere Leitungen rein. Aber das ist jetzt eben auch nicht so, dass da beliebig viele hereinpassen. Und das ist dann schon irgendwann, wird es unhandlich und so weiter. Also das muss man sich schon vorher überlegen. Und man sollte eben nicht anfangen, jetzt in jede Reihe irgendwie solche Leitungen zu legen, sondern idealerweise von der Anordnung her sollte das schon so sein, dass das Sinn ergibt, dass man nur in wenigen Punkten einspeisen muss. Und dass man das dann irgendwie entweder durchschleift oder weiterbrückt oder je nachdem, was eben im speziellen Anwendungsfall sinnvoll und notwendig möglich ist. Aber das sollte man sich, und das hatte ich auch in vorherigen Videos schon gesagt, da sollte man sich schon im Vorfeld so ein bisschen Gedanken machen. Ja, und im nächsten Schritt, da schließen wir jetzt eben diese versorgenden Leitungen hier an, zumindest unten an der Sammelschiene. Wir haben jetzt also hier 4 Leitungen, die ankommen. Wir werden hierfür auch Aderendhülsen verwenden. Ich habe hier jetzt eben ein automatisches Abisolierwerkzeug von Knipex. Mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Man kann auch immer hier die Abisolierlänge einstellen. Ich glaube, das ist noch von einem vorherigen Einsatz falsch eingestellt. Genau. Und da muss man eigentlich nicht allzu viel beachten. Muss man doch. Denn auch das ist einem vorherigen Einsatz geschuldet. Das ist hier gerade ein bisschen weicher eingestellt gewesen. Man kann hier nämlich so ein bisschen Einfluss darauf nehmen, was und wie viel abgemantelt wird. Die Abmantelfunktion von diesem Werkzeug ist wirklich sehr gut und das ist hier wirklich eine überzeugende Sache. Wenn man natürlich ein paar Millimeter nur weiter abmanteln muss, dann muss man hier das Ganze nochmal am einfachsten abschneiden. So. Und dann hat man hier eben die freiliegenden Kupferlitzen, die einzelnen Drähte hier eben. Und an der Stelle möchte ich jetzt eben auch Aderendhülsen benutzen. Die gibt es eben für verschiedene Querschnitte. Da gibt es normalerweise so kleine Boxen. Habe ich hier jetzt auch eine da liegen. Damit kann man das Ganze dann eben hier einführen. Dann wiederum braucht man eine Krimpzange. Die habe ich jetzt auch hier herumliegen. Und dann verkrimmt man das Ganze eben. Ein bisschen in Position halten. Und dann drückt man die Zange einmal zusammen. Auch die ist vielleicht erwähnenswert. Ich habe hier eben eine Krimpzange von Via. Das ist eben auch ein namhafter Hersteller in dem Bereich.
Das Schöne an dieser Crimpzange hier ist, das ist eine sogenannte Sechskantpressung. Das heißt, die Aderendhülsen, die gepressten, die haben hier so eine Sechseckform, eine regelmäßige Sechseck. Das ist einfach qualitativ eine gute Pressung und erleichtert auch in einigen Fällen das Hereinführen in irgendwelche Klemmstellen, denn an einigen Stellen ist das mit so einer Vierexpressung nicht ganz so einfach. Ich habe hier auch so eine ganz einfache, günstige Crimpzange. Das merkt man aber gleich den Unterschied. Also ich hatte hier auch jahrelang diese benutzt und das ist für 90-95% der Fälle auch vollkommen ausreichend. Aber wenn man mal eine gute Zange in der Hand hatte, dann will man die auch nicht mehr missen. Das ist ein Riesenunterschied. Und wie gesagt, gerade diese Sechskantform macht es halt interessant. Gibt es aber auch in allen möglichen anderen Formen. Also das ist auch so eine Wissenschaft- und Philosophiefrage für sich. Hier habe ich natürlich ein bisschen Schweinerei gemacht. Das tun wir jetzt einfach fürs Video so ein bisschen hier weg. Vom Tisch streichen, nachher muss ich eh Staub saugen. Das ist übrigens ohnehin so, dass man bei solchen elektrischen Arbeiten natürlich immer Dreck macht. Und das sollte man nicht, so wie ich es hier zeige, einfach auf den Boden schmeißen. Aber ich muss hier eh nachher saugen und das kann ich hier gerade verkraften. Ich komme da ab und an auch mal mit der Hand rein und blockiere die Zange so jetzt. Und jetzt entmanteln wir eben alle diese Leitungen ab. Wir wenden dann die dazu passenden Aderendhülsen. Hier hatte ich auch schon welche vorbereitet. Und krimpen das Ganze eben. Das machen wir auch jetzt hier entsprechend. Ups. Doch, das sitzt gut. Und bei einer guten Crimpzange muss man im Prinzip wirklich nur einmal zudrücken. Und das sollte es gewesen sein. Bei der günstigeren, die ich gerade auch erwähnt hatte, musste man manchmal auch nochmal so ein bisschen nachgreifen und irgendwie ein zweites Mal krimpen. Kann man natürlich hier auch machen. Aber halten tut es bereits beim ersten Mal. Und jetzt noch hier den letzten. Auch da noch einmal zudrücken. Alles gut, machen wir es mal jetzt ein zweites Mal, dass hier die Verbindung auch wirklich gut sitzt. Denn hier, das ist wirklich eine von den kritischeren Stellen im Verteiler. Hier fließt eben der gesamte Strom im Prinzip drüber. Und wenn hier irgendwie schlechte Kontakte, wenn es hier zu schlechter Kontaktierung kommt, gibt es da eben auch ganz schnell Funken und Geräusche, das britzelt dann und so, das ist nicht so schön. Und diese Leitung gilt es jetzt hier eben anzuschließen. Hier im unteren Bereich habe ich ja keinen Leitungskanal, die führe ich jetzt hier einfach so herüber. Nachher werde ich die dann eben auch nochmal irgendwie mit Kabelbindern oder mit anderen Mitteln hier so ein bisschen befestigen. Gegebenenfalls muss ich die auch nochmal hier herumführen, beziehungsweise vielleicht hier in dem Kanal. Das könnten wir jetzt eigentlich auch jetzt schon machen, damit das Ganze einfach Ordnung hat. Nee, aber wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Ich weiß nachher nämlich auch noch nicht so ganz genau, wie das im Verteiler verlaufen wird, wie ich hier mit dieser Zwischenlösung nachher zurechtkomme. Insofern lassen wir das jetzt erstmal. Das macht es auch bequemer, gerade das Ganze anzuschließen. Das heißt, wir haben jetzt hier zweimal Außenleiter, einmal innen. Wir müssen uns jetzt eben passend in dieser Sammelschiene die richtigen Öffnungen heraussuchen. Der Ende ist jeweils hinten. Es ist ein bisschen fummelig jetzt hier bei dieser Sammelschiene. Da gibt es eben sehr viele Öffnungen, gerade weil das eben diese FILS-Automaten sind mit jeweils zwei Klemmstellen von unten für alle Automaten. Ach, und wir hatten gesagt, wir machen das ja hier hinten. Ich sollte mich dann auch selbst daran halten. Man muss dann auch diese Schraubverbindungen eben komplett öffnen, wenn man hier solche dicken Aderendhülsen einführt. Und muss dann da sich so ein bisschen seinen Weg durchkämpfen. Winkel hier ist auch gerade nicht ganz ideal. Nee, da müssen wir rein. So, jetzt sollte das eben drinnen stecken. Und dann geht es eben, das alles hier festzuhalten, festzuziehen. Wirklich festziehen, wenn wir das abschließend alles noch machen. Aber jetzt sollte da eben auch schon nichts mehr verrutschen. Und die Ls jeweils, die werden jetzt hier oben angeschlossen. Auch hier gilt es, das Ganze ganz zu öffnen. Und man kann es jetzt eben sehen, ich werde die Ls hier eben im Prinzip, oder zumindest im Kamerabild wird es jetzt ausschauen, als ob die irgendwie direkt nebeneinander hier eingesteckt werden. Das werden sie auch, aber durch die Konstruktion dieser Sammelschiene ist das einfach nochmal, also ist wirklich sichergestellt, dass die eben keinen
Kontakt miteinander haben, keine elektrische Verbindung, sondern das gilt eben in diesen Dreiergruppen, die ich erwähnt hatte, ist das tatsächlich so, dass eben nur jeder dritte Automat auf dem gleichen Außenleiter hängt und dementsprechend ist da eben der Strom verteilt. So, jetzt habe ich das mal hier überall eingeführt. Ist, wie gesagt, erstmal nur so noch nicht ganz festgezogen. Das müssen wir noch nachholen. Aber das sollte soweit schon mal passen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir hier gerade im unteren Bereich, da ist ja der Verteiler dann irgendwo auch mal zu Ende, dass das hier dann trotzdem seinen Platz findet, ohne jetzt hier ganz üble Biegeradien zu verursachen. Also da will ich schon auch schauen, dass das irgendwie zusammenpasst. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Das sollte aber soweit in Ordnung gehen. Gegebenenfalls kann man das doch hier noch einspeisen. Das würde es nämlich einfacher machen, hier von hinten nur einen Bogen zu haben und das jetzt nicht über die gesamte Reihe noch hier herüber zu führen.